Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted RC. Ja, Review-Zeit und Review zu einem Fahrzeug, was ihr so eigentlich nicht kaufen könnt, was einmalig ist, weil da eine Menge Arbeit drin steckt und das ist ein einzigartiger Umbau. Und ja, trotzdem möchte ich was erzählen, erklären und so ein bisschen was zeigen. Und zwar, es ist mein Speed Typhon von Arma V1. Das ist immer noch V1, der Wagen ist jetzt 2 Jahre alt. Anderthalb. Ich habe den damals als Roller gekauft, bei eBay Kleinanzeigen. Bei eBay. Da kommt man den Roller ohne Dämpfer für 160 Euro, glaube ich, kaufen. Da war dann alles bei, ne, bis auf die Dämpfer. Die musste ich dann halt noch zukaufen, wo ich mich ja dann eher für andere entschieden habe, für günstigere, was ja auch nicht den großen Unterschied gemacht hat. Also gar keinen Unterschied, eher gesagt. Was man gleich sieht, ich habe hier eine Talion Chassisplatte verbaut. Also sagen wir mal so, kurz im ersten Jahr ist er original gefahren. Mit der kurzen Chassisplatte, mit der originalen Typhon Chassisplatte und hat mit einer ganz normalen Mamba X Combo ohne extra Kondensatoren. Das war einfach nur eine Mamba X Combo mit einem großen Ritzel und einem abgeänderten Mitteldifferential. So wie ihr ihn seht, halt nur kürzer. Also im Grunde keine Dämpfer vorne, sondern eine Starrachse mit der anpassbaren Höhenverstellung für die Vorderachse. Hinten haben wir Dämpfer, aber ohne Öl. Einfach nur, damit der Wagen ein bisschen was wegsteckt. Öl brauchen wir hier nicht, weil wir einfach sehr starke Federn haben. Da macht Öl überhaupt gar keinen Unterschied. Und dann war es das schon. Und damit hat der Wagen 181,3 km/h hingelegt. 1A. Das hat mir gezeigt, dass ich alles richtig gemacht habe bei dem Fahrzeug. Was mir im Laufe der Saison im letzten Jahr aufgefallen ist bei der Speed Challenge, der Typhon hat von Haus aus vorne einen breiteren Radstand, also breitere Spur als hinten. Hinten war sie schmaler. Jetzt sieht man auf dem Bild auch, dass sie ungefähr gleich sind. Eigentlich sind sie gleich. Na? Wenn man es mal hundertprozentig genau misst, dann ist vielleicht irgendwo ein Unterschied. Aber was habe ich gemacht? Ich zeige es einmal. Ich muss mal Radmutterschlüssel nehmen. Und zwar hat mir der gute Michi Radmitnehmer vor letztes Jahr gefräst. Nehmen wir mal hier ein Rad ab. Und hier hinten bin ich auf Offset plus 17 gegangen. Also extrem breit, damit er einfach eine breitere Spur bekommt. Der ist vorher, auch ohne dieses Offset, schon mega genau gefahren. Ohne Scheiß, im Speedrun, in dem Video, was man bei mir auf dem Kanal sehen kann, mit 181 km/h, habe ich den Wagen eigentlich gar nicht gelenkt. Ich habe nur Gas gegeben. Ich habe den einmal ausgerichtet und habe Gas gegeben. Ich habe den nicht mehr korrigieren müssen. Der ist gefahren wie an der Schnur gezogen. Ohne Scheiß. Der 100% Kontrolle, das Fahrzeug. 100%. Ne, wir haben minimalen Windwiderstand. Dadurch, dass wir hier vorne die Dämpferbrücke, habe ich gekürzt. Ich habe die einfach weggedremelt. Hinten genauso. Moment. Also ich habe wirklich so viel wie möglich an Windwiderstand weggenommen, um wirklich das Höchstmögliche rauszuholen. Ich habe hinten den Spoiler eingeschnitten, na, die komplette Rückwand weggenommen quasi. Das war so der Normalaufbau. Jetzt ist es ja so, wir gucken jetzt rein. Hier muss man leider immer eine Zange nehmen, weil ich habe extra Klammern genommen, die sehr fest drauf sitzen. Damit mir das hier nirgends. Es soll halt fest sein beim Speedrun. Ihr könnt nicht mit einem klapperigen Karo losfahren. So. Wie gesagt, letztes Jahr
war es Mamba X, 2200 kV, 1515 Motor. Na? Was ist denn jetzt mit dem Licht los hier? Kamera. Ah, egal. Wird schon. Ja, da geht's doch. Und zwar habe ich dann dieses Jahr aufgerüstet. Und zwar, übrigens die Dämpferbrücken vorne, hinten, die ich weggedremelt habe, sind die Carbon-Dämpferbrücken. Die man, ich habe kein Armer-Fahrzeug jetzt mehr. Ich habe gar nicht mehr lange nachgeguckt. Die habe ich mir damals bei eBay gekauft. Die waren relativ günstig. Die haben irgendwie 19 Euro pro Stück gekostet. Und plus noch die Lenkplatte, die hat irgendwie, was weiß ich, 12 Euro gekostet. Ob es nun hätte sein müssen, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Aber egal, so konnte ich es wenigstens besser wegdremeln als das Alu. Man sieht, den Heckspoiler hatte ich weiß lackiert. Leider habe ich an einigen Stellen nicht sorgfältig gearbeitet, weswegen da bei den Schnellfahrten der Lack abgeplatzt ist. Mein Gott. Ist halt so. Ja. Dieses Jahr wollte ich eigentlich einen draufsetzen, aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich zu viele Projekte habe. Und deswegen zum, also diese, das ist ja meine absolute Lieblingskaro, ne? Und eigentlich viel zu schade, um zu verkaufen, aber ich glaube, hätte ich diese Alu-Tape-Karo dazu gepackt, dann hätte ihn keiner gekauft, den Wagen. Von daher kann sich das ruhig jemand anderes wegstellen. Ich habe den, ja, kommen wir jetzt zum Fahrzeug, was jetzt hier drin ist. Ich habe hier ein XLX eingebaut, ein SSS-Motor. Ja, das ist ein SSS-Motor, den man nicht unbedingt kennt. Das ist eine Marke, die nicht unbedingt so in jeder, in aller Munde ist. Sind aber sehr gute Motoren. Das ist ein günstiger Motor, der ordentlich Power hat. Ich kann euch aktuell gerade nur die KV-Zahlen nennen. Das sind 2000 KV, die der jetzt hat. Der fährt bis 6S, der Regler kann bis 8S. Ich habe hier ein Savox 1258 TG drin, das hat 12 Kilo Stellkraft. Das reicht für Speed, um mal eben die Spur zu korrigieren. Mehr braucht man eigentlich nicht, gerade wenn der Wagen so gut fährt. Ich habe extra einen extra Kondensator angelötet. Einen. Da ist er. 10.000 Mikrofarad. Hat den Ripple deutlich gesenkt. Ripple ist, wenn ich mich jetzt noch richtig dran erinnere, ist der Spannungswiderstand zwischen den Zellen. Ne, der Spannungsunterschied. Entschuldigung, der Spannungsunterschied zwischen den Zellen. So, umso höher der Ripple ist, umso mehr Probleme hat euer Auto, auf Geschwindigkeit zu kommen. Ist der Ripple kleiner, habt ihr weniger Widerstand. Das ist einfach, es ist alles harmonischer. So, und da läuft das Auto besser. Und das könnt ihr eben immer besser kompensieren, wenn ihr so einen extra Kondensatoren anlötet. Damit schützt ihr auch den Regler, weil wenn ihr bremst, also ihr fahrt jetzt ganz normal, hier ist ein Lipo drin, ihr fahrt und gebt Gas. Dann erzeugt in dem Moment im Grunde der Regler Strom, zieht das aus dem Akku und schickt das an den Motor weiter und sagt, Attacke. In dem Moment, wo ihr bremst, ist das nämlich genau andersrum. Der Motor erzeugt Strom und schickt das zurück an den Regler. Da ist auch der Kondensator nicht ganz unnütz, weil der auch eine gewisse Leistung, ein paar Leistungsspitzen abfängt. Einfach wegpuffert. Der Regler wird nicht so stark belastet. Der wird zwar trotzdem belastet und warm, gerade dann, wenn ihr bremst, aber ihr könnt so ein bisschen entgegenwirken. Es ist nicht ganz unnütz, was ihr da macht. Was ich gemacht habe hier, ich habe das mit Kondensatoren hier gemacht, damit man das mal wechseln kann. Das geht ganz schnell, damit man nicht alles immer neu löten muss. Ich stehe mal auf das Praktische. Ich habe den direkt hier vorne nach der XLX, der vordersten Platine, hier angelötet. Alles mit Schrumpfschlauch versehen. Hier vorne sind noch Stecker dran. Die lasse ich auch dran. Das hatte ich in der Anzeige reingeschrieben. Es war schade, das sind die guten Lena-Stecker, aber naja. Empfängerbox habe ich nicht mehr. Und zwar habe ich die Kabel hier vorne an der Chassiswanne festgestrapst, weil es einfach zu viel Kabel sind. Der Empfänger lag in der Empfängerbox festgeklebt und zwar richtig gut, aber kein Deckel mehr drauf. Das funktioniert einfach nicht mehr und das ist auch so jetzt. Was ich zusätzlich verbaut habe, sind GKA Chassis Braces.
Einfach, um mehr ein bisschen Steifigkeit reinzukriegen. Aber wie gesagt, das sind alles so solche Sachen, die ich dieses Jahr nicht mehr fahren werde, weil das Fahrzeug verkauft ist. Ich drehe jetzt noch ein Abschlussvideo dazu und dann geht der zur Post und weg. Leider, leider. Da steckt echt, also da habe ich echt viel Zeit und viel Arbeit reingesteckt, aber mir ist zu schade, um einfach nur rumzustehen. Was habe ich hier hinten gemacht? Weil ich ja auf diese lange Chassisplatte jetzt gegangen bin, habe ich hier hinten lange Karohalter von Team Durango genommen, die verlängert mit einer ganz langen Schraube, die ich hatte, und habe die da angepasst. Das funktioniert sehr gut. Das hält top. Kann man so machen. Naja, also die Originalen von Arma sind dann zu kurz. Ihr müsst schon von dem Team Durango Dex 8T nehmen. Dann geht das. Alu-Servo-Halter habe ich, glaube ich, gesagt, dass der verbaut war. Hier sind ganz normale Carson-Dämpfer drin, die man mal als Ersatzteil bei Staufenbier gekauft hat. Ich glaube, das sind Carson-Dämpfer. Ich habe die bei Staufenbier mal unter Carson-Logo gefunden. Bei eBay habe ich sie einfach so gefunden. Das war einfach nur Big Board-Dämpfer fertig. Und ich glaube, da haben 4 Stück 20 Euro gekostet. Ja, aktuell hat das Auto leider keine Antriebswellen. Da müssen ganz normal Talion oder Kraton Antriebswellen rein. Ich wollte mir eigentlich welche von Michi machen lassen, aber das Geld habe ich mir jetzt im Grunde gespart, weil das Auto nicht mehr fährt. Also in meinen Händen fährt das nicht mehr. Der fährt sehr gut, aber nicht mehr bei mir. Von daher kann der neue Besitzer sich freuen, der kann auch nicht Gas geben. Aktuell noch drauf montiert oder so verkauft ist er mit den S3 Slicks, mit denen er letztes Jahr auch die 181 km/h gefahren ist. Das sind S3 Slicks. Ordentlich Grip. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr Speedrun fahren wollt, wärmt die Reifen vor, wenn ihr es könnt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? So, kommen wir jetzt zur Besonderheit. Und dafür schraube ich das jetzt mal ganz kurz hier vorne los. Und zwar muss man das machen, wenn man die Chassishöhe einstellen will. Vorne die Chassisplatte einstellen will. Die Höhe. Das ist so. Ich wollte eine Lösung haben. Oh, die hebe ich gleich wieder auf. Ich habe eine Lösung gesucht, wie ich das machen kann. Und habe es dann so für mich entdeckt, weil ich ganz viele Ersatzteile von Arma liegen hatte. Und jetzt kann man es sehen. Sehr lange geheim gehalten, aber jetzt sieht man es. Ich habe eine lange Spurstange genommen, die geht hin, also das sieht so aus, als würde das schief werden, aber die geht noch bis hierhin rein. Da und da, von Arma. Jetzt habe ich hier ja ein Links- und ein Rechtsgewinde in dieser Spurstange. Ich habe das hier vorne mit Abstands-, mit Kugellagern und dahinter Muttern reingemacht, damit die Schrauben von vorne reingehen. Und die sitzen bombenfest. Das hält alles. Ich habe das unter Belastung letztes Jahr getestet. Das hat funktioniert. Das ist nicht verändert worden seit letztem Jahr. Und jetzt könnt ihr hier ganz normal mit dem Maulschlüssel, wie ich ihn hier habe, so ein drehen nach oben oder unten in eine Richtung. Und dann stellt sich die Chassishöhe vorne ein. Das habe ich mir einfach so ausgedacht und das hat funktioniert. Und das funktioniert immer noch. 1A. Also, ich hätte mal Patent drauf anmelden sollen. Nee, Quatsch. Das funktioniert wirklich. Ohne Scheiß. So, und das. Und jetzt kommen wir da schon gar nicht mehr ran, weil da Rammer dran ist. Na, also. Die Schraube wieder. Ja. Ich muss wirklich sagen, als Offroad-Buggy fährt der Tür von die ersten paar Akkus wirklich geil. Danach lässt der nach. Aber als Speedfahrzeug ist der mehr als geeignet dafür. Wirklich sehr, sehr geil. Vor allem, weil der Wagen hält dann auch wirklich viel aus. Also die originale Platte hat ein bisschen gelitten, weil der auch ein paar Mal auf so ein paar Steine aufgesetzt hat, die auf der Straße waren. Die habe ich dann irgendwann entsorgt. Eigentlich wollte ich eine original neue Platte holen, habe mich dann für das lange Chassis entschieden. So. Der Wagen ist mal ungebremst mit 100 km/h auf den Kantstein zugefahren, frontal.
weil das Ritzel abgeflogen ist. So. Ohne Scheiß, der ist einfach den Kannstein hochgefahren. Deswegen hat er auch hier unten noch eine kleine Schramme in dem Quellengehalter hier vorne, da. Da. Die kleine Schramme, aber das macht ihm überhaupt nichts aus. Das hat er so weggesteckt. Der ist ins Gebüsch geflogen. Ich habe den aufgehoben, guckte. Ich habe gedacht, scheiße, die Platte ist krumm, es ist sonst was im Arsch. Nö, das Einzige, was war, Ritzel weg. Das habe ich auch nicht mehr wiedergefunden. Das war weg, das war schade, das war ein 29er Ritzel. Aber naja. Ja. Also hier gehen mir wirklich 4 Paar Lederstecker bei Flöten. Aber nun ja, somit ist das Auto verkauft worden. Und ein bisschen schade, ein bisschen teuer, die Dinger. Aber naja. Kommen wir zur Besonderheit meiner Übersetzung. Ich habe hier ein 40er Motorritzel. Das ist ein ziemlicher Klopper. Da, so sieht man es ganz gut. Und ich habe ein 44er HZ. Das HZ ist, oder das komplette Differential ist von Thunder Tiger. Bin ich der Meinung. Thunder Tiger oder Team Asso? Eine von den beiden. Ich bin mir nicht mehr sicher. Asso oder Team Associated oder Thunder Tiger. Passt Plug and Play. Ich bin mir nicht mehr sicher und ich werde es auch nicht mehr nachgucken. Ihr braucht mir nicht fragen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vor 1,5 Jahren eingebaut. Es funktioniert. Es ist alles heil. Alles funktioniert an dem Auto. Differenziale sind super. Vorne habe ich 1 Million reingeknallt, Mitte 500.000 oder 1 Million und hinten war ich, glaube ich, bei 100.000. Weil die Hinterachse soll, falls es passiert, es kann eigentlich noch dünner werden, das der Öl, aber es soll, falls einmal ausbricht, soll das Differential arbeiten und ihn wieder fangen. Ne? Auch gerade, weil das vorne das Differential in 1 Million quasi den Wagen wieder gerade zieht. Eigentlich kann er gar nicht ausbrechen. Jetzt hat mein Handy gebimmelt, das ist unprofessionell, es tut mir leid. Ich mache das mal kurz leise, da hat der Robert mir gerade geschrieben. Ich antworte dir gleich, Robert. Ja. Was soll ich noch sagen? Das ist ein sehr schönes Fahrzeug, das funktioniert sehr gut. Ich möchte mich aber auf das andere Fahrzeug konzentrieren, was ich habe, das Speed-Fahrzeug. Und mit konzentrieren heißt, ich möchte die Möglichkeiten noch nutzen, die mir vielleicht dieses Jahr noch bleibt. Weil aktuell, ich habe wirklich so viele GT-Termine bei mir auf dem Zettel. Und ich möchte die wirklich versuchen, alle wahrzunehmen, weil das wirklich sehr viel Spaß macht, die Jungs mit den Jungs da zu fahren. Das ist ein Erlebnis, das ist so geil. Na? Und ja. Der Wagen war auf dem Setup-System, weswegen die Spur eigentlich optimal eingestellt ist. Wir haben vorne, also hinten, der Sturz ist perfekt eingestellt hier. Wir haben 1 Grad nach innen und vorne haben wir einen gerade Auslauf und 0 Grad Sturz. Das ist gut eingestellt, das bleibt auch so und der Wagen ist von der Höhe sehr gut eingestellt. Der federt, also nicht, dass ihr denkt, ich hab jetzt gar keine Federung mehr. Nein, nein, das flext hier alles noch ein bisschen mit. Seht ihr das? Also, der steckt auch noch ein bisschen Erschütterung weg. Das ist nicht so, als wenn er jetzt wie ein Brett da vorne ist. Nein, nein, das ist schon alles, das läuft. Ja, Räder sind gewuchtet. Das heißt, da ist auch keine Unwucht drin. Und der neue Besitzer kann sich auch über ein sehr schönes Fahrzeug freuen. Bei mir blutet so ein bisschen das Herz, aber dafür freut sich das Portemonnaie. Der ist nämlich für gutes Geld weggegangen. Er ist für das weggegangen, was ich haben wollte. Ich habe irgendwann die Anzeige geändert, weil ich habe ja immer so einen gewissen Verhandlungsbasis war ja angesetzt. Und ich habe irgendwann gesagt, so, weil mir wirklich ganz viele Leute dämliche Sachen geschrieben haben, also richtig dämliche Sachen. Leute, strengt euer Hirn an, wenn ihr Leute anschreibt und einfach mal so richtig frech Preisverhandlungen, dass, also, na, so ein bisschen fairer bleiben. So, und ja, also ich habe dann irgendwann reingeschrieben, so, für das Geld, Achtung, keine Preisverhandlungen, Anzeige sorgfältig lesen, Festpreis. Und das hat geklappt. Und das hat da einer gekauft. Wird sich sicherlich freuen. Ich freue mich auch. Und ja. Ist zwar schade, ich muss heute noch Karton finden. Ich kriege wahrscheinlich erst morgen zur Post. Hoppala. Heute ist Montag. Morgen ist Dienstag. Morgen geht er zur Post. Hier von mir den Käufer gleich nochmal. Und
dann nehmen wir Abschied von dem Fahrzeug. Hat sehr schön funktioniert, aber es ist Zeit zu gehen. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Addicted Aussie. Tschüss.